Ja, hallo ihr Lieben. Heute möchte ich euch ein wenig darüber erzählen, woran es liegt, wenn ihr immer wieder in Beziehungen landet und euch die Frage stellt, warum ihr so emotional überreagiert oder immer wieder euch rückversichern müsst, ob der Partner noch auf eurer Seite ist. Ich bekomme immer wieder Anfragen von Leuten, die mir eben schreiben, dass sie Selbstwertprobleme haben und in einer Beziehung klammern und dann immer wieder die Person sind, die versucht, die Beziehung wieder zu kitten oder dem Partner Kontrollfragen stellt, ja, ob die Beziehung noch in Ordnung ist, ob noch alles passt und auf diese Weise dann eben sehr stark klammert. Und der Partner dann genervt ist und irgendwann dann auch das Handtuch schmeißt. Das scheint ein sehr häufiges Phänomen zu sein. Das begegnet mir immer wieder. In der Regel ist es so, dass die Person, die klammert, eine Traumatisierung aus der Kindheit in sich trägt. Zum Beispiel der Vater oder die Mutter nicht so emotional anwesend gewesen ist, wie die Person das gebraucht hätte. Vielleicht schon in ganz frühen Kindertagen und dadurch eben eine generelle innere Unsicherheit entwickelt hat, ob sie es denn wert ist. Und manche haben dann auch versucht, sich sehr, sehr stark anzustrengen, es dem Partner immer wieder recht zu machen. Diese Personen sind oft im Leben nach außen hin, wirken sie sogar wie eine sehr starke, selbstbewusste Persönlichkeit. Sind aber im Inneren eben sehr verletzt und brauchen eben immer wieder die Bestätigung des Partners, dass alles in Ordnung ist. Wenn du dich darin wiedererkennst und wissen möchtest, was du tun kannst, um diesen Teufelskreislauf einfach endlich zu überwinden und endlich diese inneren Wunden zu heilen, um beziehungsfähig zu werden und endlich mit deinem Partner in einer glücklichen Beziehung leben kannst, ohne diese ständigen Hin- und Hergeschichten, denn das endet oft in einem On-Off, denn der Partner, der ist vielleicht doch tatsächlich auch wirklich ehrlich in dich verliebt, aber er kann es nicht mit dir aushalten, weil du einfach immer wieder ziehst, zehrst und klammerst. Was du tun kannst, bleib dran, erkläre ich dir in diesem Video und auch woher das kommt. Es gibt dafür einen Lösungsweg, den ich selbst entwickelt habe, der wunderbar funktioniert. Und was du da machen kannst, wie die Lösung funktioniert, erfährst du gleich. Zuallererst einmal gehen wir mal tiefer auf die Problematik ein. Woran liegt das genau, wenn du ein solches Problem hast? Es ist so, dass dein Bild über dich selbst in den ersten Lebenswochen schon in der Schwangerschaft entsteht, dann weiter nach deiner Geburt. Und dein Selbstbild, was du glaubst, wer du bist, was du verdient hast und ja, wie du dich verhalten solltest, wie deine Rolle im System ist, entsteht also schon ganz früh. Viele Therapien sind nicht darauf ausgelegt, solche tiefen Traumen zu bearbeiten. Das wäre aber wichtig, um eben genau dieses alte Trauma zu korrigieren, also beziehungsweise zu heilen, sodass du wirklich auch in deine emotionale Selbstständigkeit kommst. Wenn also nun ein Elternteil, vielleicht auch beide, nicht so für dich da gewesen sind, wie du dir das gewünscht hättest und wie du das gebraucht hättest, dann entsteht in dir der Glaube, dass du nicht in Ordnung bist und dass du etwas tun musst, um das System zu stabilisieren und letztendlich diese Liebe wieder zu bekommen oder überhaupt erst einmal zu bekommen, weil du spürst, dass du diese Liebe brauchst, um wirklich gesund heranzuwachsen. Und dann tust du alles Mögliche als Kind schon, um diese Stabilität in der Familie herzustellen, gehst weit über deine Grenzen hinaus und dieses Muster etabliert sich in dir und du wirst es immer wiederholen. Und wenn dann später der Partner vielleicht dich auch ein bisschen erinnert an den Elternteil, der nicht so für dich präsent war, das ziehst du unter Umständen auch immer wieder an, weil dein Unterbewusstsein versucht jetzt hier an der Stelle etwas gut zu machen, was vorher nicht funktioniert hat. Also eben jetzt im realen Erwachsenenleben einen Partner zu finden, der dich daran erinnert und bei dem du das jetzt alles richtig machst.
Allerdings klappt das meistens nicht, denn das Muster, was du im Gehirn gespeichert hast, ist ja so gespeichert, dass du das nicht kannst. Also es ging ja schon damals nicht und warum sollte es jetzt gehen? Insofern geht das in der Regel nicht gut, weil du eigentlich nur das wiederholst, was du sowieso schon kennst, nämlich dein Drama, und der andere wird automatisch in die Position geschoben, dass er eigentlich Abstand nehmen möchte, weil er das nicht aushält, also diese emotionale Spannung und dieses Klammern nicht gut aushalten kann. Was kannst du tun? Also zuallererst würde ich dir raten, lerne erstmal alleine zu sein. Lerne erstmal dich selbst zu lieben und such nicht bei deinem Partner die Liebe. Dein inneres Kind sagt dir, dass nur der Partner dir die Liebe geben kann und deine Wunde heilen kann, dass du nicht selbst für dich sorgen kannst, dass du nicht selbst diejenige bist oder derjenige bist, der dafür sorgen kann, dass dieses innere Kind heilt. Das stimmt aber nicht. Ganz im Gegenteil, das kann von außen niemand tun. Nur du kannst wirklich dafür sorgen, dass dieses innere Kind geheilt ist, indem du mit deinem inneren Kind arbeitest. Dass du dich auch mit diesem Glaubenssatz beschäftigst, der dahinter steht, dass du in erster Linie für andere da sein musst, dass du nicht das Recht hast, zu deinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und dass andere dir diese Liebe geben müssen und dass du erst dann eine Berechtigung hast, hier zu sein. Das ist ein falsches Glaubensmuster, das führt dich immer wieder dort hinein. Es ist also wichtig, mit dem Trauma zu arbeiten, mit dem inneren Kind zu arbeiten, diese Glaubensmuster wirklich tief auch aufzulösen und dass dein inneres Kind lernt, endlich heranzureifen. Ja, vielleicht hast du auch in dir einen Selbstsaboteur, der sich damals gebildet hat, der immer wieder dir eigentlich ein Beinchen stellt, und in den Situationen fühlt sich das so an, als wenn du eigentlich gut und richtig reagiert hast, wenn du überreagierst, vielleicht auch emotional überreagierst. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass du nur auf dieses alte Muster zugreifst, was dir schon in der Vergangenheit nicht wirklich geholfen hat und auch jetzt wieder eher in ein Drama führt als in die Lösung. Das heißt also, wenn du so emotional überreagierst, weil du getriggert bist, dann wirst du aus dieser Situation heraus nicht das richtige Verhaltensmuster finden. Es fühlt sich vielleicht richtig an, dein Bauchgefühl sagt dir da aber nicht die Wahrheit, weil das ein emotional gespeichertes Gefühl ist, was mit dem Heute gar nichts zu tun hat. Deine starke Emotionalität kommt aus der Vergangenheit und hat heute in der Zukunft eigentlich in der Intensität mit dieser Person hat es keine Berechtigung. Für dich hat es eine Berechtigung, weil du hast eben Schmerzen erlitten, du hast gelitten und leidest auch noch immer. Aber die Person, die heute da ist, die hat mit deiner Verletzung nichts zu tun. Deine Verletzung heute, die du so schmerzhaft empfindest, ist in der Vergangenheit zu suchen. Und da solltest du auch daran arbeiten. Ich habe einen Kurs entworfen, wo ich dir helfe, genau diese Dinge aufzulösen. Und zwar erstens lernst du erstmal deine eigenen Muster kennen. Du lernst zu verstehen, warum sich diese Muster entwickelt haben. Da ist auch ein Persönlichkeitstest dabei, wo du genau testen kannst, warum du so bist, wie du bist. Du kannst deine eigenen Persönlichkeitsaspektierungen viel besser verstehen und begreifen, wie die sich entwickelt haben, was die Kosten dafür sind, was passiert, wenn du das weiter auslebst, aber auch, was du tun kannst, um die Kosten zu verringern, es eben nicht mehr so auszuleben und dann letztendlich auch diese gesunden Muster zu lernen und damit eben auch das zu überschreiben und zu sehen, ich kann auch anders handeln, und dann fängt deine Persona auch an, sich anders zu identifizieren. Du kannst auch anhand des Tests sehen, wie dein Partner tickt, wie du am besten mit ihm umgehst, was dazu geführt hat, dass er so ist, wie er ist, und wie du seine Kosten verringern kannst, was ja auch gut für eure Beziehung ist, und wie er dann eben auch ein Stück weit sich wandeln kann. Nicht um ihn zu verändern, sondern um ihm auch zu helfen, ihn da abzuholen, wo er steht. Ich erkläre dir ganz genau, wie solche Blockaden und Muster entstehen, aus welchen Bestandteilen sie entstanden sind und auch wie du sie ablöst.
Du lernst von mir eine Gefühlsklärungstransformationsübung, die ich selber entwickelt habe, die ganz wunderbar funktioniert, um deine Gefühle zu transformieren und letztendlich ja in das zurückzuverwandeln, was sie eigentlich sind, nämlich ursprünglich sind alle Gefühle Liebe und Freude. Du lernst, deine inneren Glaubenssätze zu entdecken und aufzulösen. Dafür habe ich verschiedene Techniken entworfen und auch andere gute etablierte Techniken mit eingefügt, denn je nach Glaubenssatz brauchst du einfach eine andere Technik, um es zu lösen. Dann lernst du auch innere Verträge aufzulösen, innere Verbote, die vielleicht in diesem Leben passiert sind, bewusst oder unbewusst ausgesprochen oder nur gedacht. Sie können aber auch aus anderen Leben kommen, woran du dich vielleicht gar nicht erinnerst und bis heute dadurch dein Karma beeinflussen. Es gibt innere Schwüre und Verträge, die dir überhaupt nicht bewusst sind. Und daran hängen manchmal auch so innere Boykotteure, die gegen dich arbeiten. Das sind wiederum so abgespaltene Anteile in dir. Und ich zeige dir, wie du diese inneren Boykotteure erkundigst, also wie du die kennenlernst und wieder zu Unterstützern transformierst, sodass dir wirklich auch alle Kraft der Seele wieder zur Verfügung steht. Ich zeige dir, wie du Seelenanteile wieder zurück integrierst in deine Seele, sodass du wirklich deine gesamte Kraft und dein ganzes schöpferisches Potenzial auch wieder ins Leben bringen kannst. Genau. Ja, und dann geht es weiter mit innerer Kindarbeit, wie du dieses innere Kind heranreifen lassen kannst. Ich zeige dir, wie du Flüche auflösen kannst, ob du sie nun selbst auf dich gelegt hast oder andere. Denn manchmal gibt es auch solche Verstrickungen, die dazu führen, dass dein Leben so blockiert ist. Oft ist es eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich zeige dir aber auch, wie dein Weltbild und deine Filter dein Leben beeinflussen und wie du lernst, endlich die richtige Perspektive zu finden. Also so, dass du wirklich die echte Wahrheit sehen kannst und nicht mehr durch deinen verzerrten Blick der Vergangenheit schaust. Ja? Weil wenn du solche alten Traumata hast, ist es in der Regel so, dass du ja eine verzerrte Wahrnehmung hast und die Situation nicht so siehst, wie sie wirklich ist, auch wenn sie dir in dem Moment richtig erscheint. Manchmal kannst du dann hinterher einige Wochen später sehen, oh Gott, wie habe ich bloß gehandelt? Was war das bloß? Ich war mir so sicher, dass ich im Recht bin und jetzt sehe ich, dass ich eigentlich gar nicht im Recht war, sondern total auf der falschen Spur war. Und du lernst eben von mir eine Technik, wie du lernst, aus vielen verschiedenen Perspektiven etwas zu betrachten und dann eben zu der richtigen, wahrhaftigen Betrachtung der Situation kommst. Zumindest kommst du ganz, ganz, ganz nah heran, es so zu sehen, wie es tatsächlich ist. Denn es gibt immer viele verschiedene Wahrheiten und nur wenn man aus allen Perspektiven gucken kann, sieht man eigentlich den Kern der Geschichte. Genau. Dann habe ich noch ein Spezial eingebaut. Du lernst Dualseelen, Seelenpartnergeschichten aufzulösen, alte karmische negative Belastungen, die auf euch sitzen und dazu führen, dass ihr weder zusammenkommt noch auseinandergehen könnt. Das ist ständige, schmerzhafte Hin und Her. Das kostet dich wahrscheinlich wahnsinnig viel Kraft. Das lernst du auch aufzulösen. Weiterhin zeige ich dir, wie du Schlussfolgerungen auflöst, die falsch waren. Oft treffen wir falsche Entscheidungen, wie zum Beispiel, wenn wir schon mal gestorben sind in einem anderen Leben und wir sagen uns, ich werde nie wieder das und das, dann mag das in dem Moment zwar richtig erscheinen, aber auf lange Sicht gesehen blockiert dich das. Wenn du dir sagst, zum Beispiel, ich werde nie mehr lieben, dann erscheint dir das in dem Moment vielleicht richtig, aber hinterher stellst du fest, dass deine mangelnde Liebesfähigkeit dazu führt, dass du eben überhaupt keine befriedigenden Beziehungen mehr hast und keine Lebensfreude empfindest, weil du dich auch selbst nicht mehr lieben kannst. Nur als Beispiel, so gibt es viele verschiedene falsche Schlussfolgerungen, die dein Leben eben zur Hölle machen können, anstatt dass du das Gefühl hast, du lebst eigentlich wie in einem Paradies auf Erden, denn das wäre eigentlich dein normales Geburtsrecht. Ja, dann zeige ich dir, wie du Schattenarbeit machst, wie du mit inneren Anteilen arbeitest
und die Schatten eben auch umtransformierst, auch zu Unterstützern, genau wie den Saboteur, dass du lernst, diese Anteile wieder voll auszuschöpfen, im positiven Sinne wieder ein Team mit deinen inneren Anteilen wirst. Ja, und das alles zeige ich dir, wie du das zusammen kombinierst. Das alles habe ich jetzt in einen Kurs gepackt, der heißt Dein Seelenwerkzeugkasten. Und wenn du Interesse hast und mal gucken möchtest, ob dieser Seelenwerkzeugkasten etwas für dich ist, dann schau mal, hier unten habe ich einen Link angelegt in die Kommentare. Da kannst du dich einfach auf ein kostenloses Strategiegespräch bei mir bewerben. Und wir sprechen dann einfach mal ganz kurz zusammen und gucken, ob und wie ich dir helfen kann. Wenn es passt, schreibe ich dir einen sehr guten, genau auf dich passenden Lösungsplan für dein Problem, wie du es ganz schnell und gut erreichen kannst. Wenn nicht, dann sage ich dir auch ganz ehrlich, dass es nicht passt. Und probier es einfach mal aus und vielleicht ist ja auch der Kurs was für dich. Das entscheiden wir dann zusammen. Vielleicht möchtest du auch lieber nur einzeln mit mir alleine arbeiten. Das gucken wir uns dann ganz in Ruhe an, je nachdem, was das Beste für dich ist. Und wenn ich dir nicht helfen kann, wie gesagt, ich kann nicht jedem helfen, das gucke ich mir ganz genau an, dann sage ich dir das auch ganz klar, dass das, was ich anbiete, nichts für dich ist. Und dann ist das für mich genauso in Ordnung. Also probier es einfach mal aus, trag dich hier unten in meinen Kalender und wir sprechen einfach mal. Und dann helfe ich dir, in deine emotionale Selbstständigkeit zu kommen, um endlich beziehungsfähig zu werden und den richtigen Partner anzuziehen. Um endlich wirklich eine glückliche und sichere Beziehung zu führen, ohne dass du ständig das Gefühl hast, irgendwas stimmt in deinem Leben nicht oder mit dem Partner stimmt was nicht oder mit dir stimmt was nicht, sondern du wirklich so ein ganz echtes, gesundes, authentisches Selbstbewusstsein entwickeln kannst, weil du einfach emotional gereift bist und deine Wunden geheilt sind. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, für den das auch interessant sein könnte, dann gerne teilen, teilen immer. Weiter teilen das Video an andere Leute, die du kennst, denn ganz sicher kennst du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis eine Person, die auch so ein Problem hat und vielleicht mag sie sich ja auch auf dieses kostenlose Gespräch einfach mal eintragen und das ausprobieren. Und denk dran, abonniere meinen Kanal, damit du keine wichtigen Tipps mehr verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, schick mir einen Daumen hoch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Themen dich interessieren zum Thema Selbstliebe, emotionale Unabhängigkeit, Beziehungscoaching und dann drehe ich gerne mal ein Video dafür. Alles Liebe, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Deine Nicole.